Willkommen zurück bei Let's Play The Division. Und ihr seht, ich bin wieder am Start mit meiner Pudelmütze und mit meinem einfach geilen Outfit. Warum bin ich heute wieder am Start? Weil es wieder besondere Missionen gibt und die würde ich sagen, machen wir zusammen. Jetzt können wir uns entweder das Dachkommunikationsrelais antun, in Anführungszeichen. Würde ich sagen, das machen wir. Ein Ingenieurteam der Joint Task Force wurde losgeschickt, um ein paar Satellitenschüsseln zu reparieren, aber der Kontakt ist verloren gegangen. Finden Sie die Ingenieure und stellen Sie die Kommunikation wieder her. Wir sind zu wenig. Wir brauchen... Auf meiner To-Do-Liste, um diese Insel wieder in Schuss zu bringen, steht Kommunikation weit oben. Das LNB hat ein gutes Funksystem, eigene Sendemasten, sogar WLAN-Hotspots, soweit ich das sagen kann. Und es wird... Ja, jetzt haben wir den leider sind wir den leider ins Wort gefallen. Ihr habt gesehen, ich habe mal wieder jemand vor Ort gesucht, mit dem wir zusammen spielen können, weil gerade diese Missionen, die Nebenmissionen und so, das kann man gut mal auch allein machen, wobei auch in der Gruppe geht schneller. Aber diese Hauptmission, die finde ich einfach in der Gruppe entspannter. Man kann die aber auch alleine machen. Also ihr braucht theoretisch bis Level 30 euch gar nicht abmühen, wenn ihr keinen anderen sehen wollt, dann müsst ihr das so nicht. Viele Leute versuchen ihr Glück in der Dark Zone. Weniger kehren zurück. So. Jetzt sagen wir hier. Eigentlich wollte ich. Wo bin ich denn jetzt? Hier wollte ich aber nicht hin. Ich wollte doch. Ja, nee, das macht hier gar keinen Sinn. Aber ihr seht, klappt nicht immer. Wir probieren es einfach direkt nochmal aus. Und zwar zack, hier rein. Und wo ist es? Das habe ich hier. Ah, da unten. Da. Und jetzt Spielersuche. Und mal schauen, wie lange es jetzt dauert. Und da haben wir Dachkommunikationsrelais. Schauen wir, ob wir in die gleiche Gruppe gematcht werden oder ob es jetzt hier eine andere ist. Hoffe ich doch mal. Weil normalerweise sind die Leute immer davor dann stehend. Komm, lade, lade, lade. Ich bin schon sehr gespannt, wo wir diesmal rauskommen. Jetzt sind wir da. Sehr gut. Da sind wir gleich da, wo wir hin wollten. Und wir warten erstmal. Da ist der Erste, die nächsten connecten wohl noch gerade. Also einfach nochmal ganz kurzen Moment Geduld haben. Da ist der Nächste. Und da ist so. Na, der wollte aber keinen Headshot haben. Aber der geht jetzt besser. So. Geht doch mit dem Nachbarn. Weg mit dir! Ich habe jetzt hier mein Geschütz. Und Fertigkeiten und Ressourcen. Besonders angenehm bei dem Geschütz ist, weil man sieht, woher, auf wen es denn schießt. Auf den komme ich dahinter der Ding leider gar nicht. So, das war's dann aber. Ja, der andere wird jetzt schon von mir zerstört, gekillt, eliminiert, wie auch immer ihr das nennen wollt.
Jetzt schau mal, was das Dachkommunikationsrelais so anstellt. Munition wird immer gern nochmal aufgefüllt, selbst wenn ich so gut wie nichts gebraucht habe. Aber das ist einfach fürs Selbstverständnis und für die Entspannung deutlich angenehmer. Ist da was? Okay, was ist da los? Oh, sieht aus wie ein Schlüsseltest auf Signalstärke. Einer dieser Pickys muss Ahnung gehabt haben. Sieht aus wie der Versuch einer Deambulation. Zu viel des Guten, aber nicht gegen hohe Ansprüche. So, jetzt muss ich mich mal hier heilen, ein bisschen was klar machen. Und dass ich mich hier wieder ein wenig wohler fühle in meiner Haut. Aber ja, das läuft genauso, wie es sein soll. Ich bekomme wieder Hitpoints zurück und alles ist gut. Der Loot ist natürlich auch wieder mal wichtig. Ja, jetzt haben sie es weggemacht. Er hat sich kein schönes Leben sich ausgesucht, der Gegner hier. Also der ist... Die sind aber jetzt mal sowas von weggenommen worden. Aus dem Spiel. Da hinten hat es übrigens noch eine Kiste irgendwo gegeben, aber ich will jetzt hier auch nicht die Jungs zu lang aufhalten. Wir laden mal nach. Oh, oh, oh. Oh. Also ich muss sagen, das Movement von dem Spiel ist wirklich gut. Schöne 22.000 Damage. Komm nochmal raus. Aber man sieht, die halten auch schon mittlerweile echt viel aus, die Jungs. Ich lade mal nach, ich habe hier halt keinen Stress. So, weg ist er. Checkpoint ist erreicht. Hätte aber ruhig mal was fallen lassen können. So ein bisschen Loot. Da die Kiste. Die loote ich aber diesmal wirklich. Da! Was Blaues. So, der ist weg. So, jetzt bist du richtig schön am Arsch. Sie kommen. Alle kommen. Alle kommen. Also typisch, es gibt einfach viele Labersäcke. Den hat die Granate aber gut erwischt.
So, wir laden nach. Alle Zeit der Welt. Und weg ist er. So. Naja, wenn davon noch mehr kommen, da habe ich aber wenig Angst zu. Der ist ja mal gut. Ja, von dem muss man ja richtig Scheu haben. Der fuchtelt da noch rum. Sagt das Loot. So, jetzt hier zur Antenne. Da ist noch eine Kiste. Oh, nur was Grünes. Nimm ihn raus. Jupp, alle weg. Hol mich der Teufel schon wieder. Text, die im Winter auf einem New Yorker Dach einen richtigen Signaltest durchführen. In der Apokalypse. Tja, gut ab. Machen Sie weiter. Der Mast sieht ziemlich gut aus. So, der oben, der traut sich aber mal gleich richtig ran. Das war klar, dass der so nicht geht. Also die gelben Gegner, die gefallen mir hier gerade. Ein bisschen buggy zu sein. Aber gut, wie gesagt, ich beklag mich nicht. So, da hinten ist noch eine bisschen schönere Kiste. Ah, schade, wieder nichts. Ich würde ja lila gern bevorzugen. So, wir haben den einen befreit und nun? Ja. Reese, hier ist Paul Rhodes. Wir brauchen die Antenne und sie wurden außer Kur, um sie klar zu machen. Ja. Verstanden? Ja, verstanden, aber das sind Monster, die töten uns. John, jetzt tu nicht so rum. Ich bin noch da. Tief durch und packen Sie sich an den Eiern. Und dann bringen Sie das zu Ende. Okay. Okay. Also komm, hau rein. Ich glaube, jetzt geht es gleich mal richtig rund hier. Ja. Also es darf eher beschützt werden. Jetzt ist die Frage, von wo kommen die Jungs und Mädels? Warnung, Feinde im Anmarsch. Ich mag die Waffe.
Da geht wirklich einiges rein. So. Auch der ist weg. Ja, ja, das ist gar kein Ding, du. Eine Blendgranate, die behalten wir mal. Also es macht echt, das ist ein wirklich cooles Shooter-Erlebnis, das Spiel. So, wegen mir könntest du mal langsam dich fertig machen. Jetzt nehmen wir mal die Brandgranate. Und die Jungs haben auch kein schönes Leben da unten. Komm, guck halt mal raus. Wie heißt denn der? Glas. Kein Glas repariert. Kein Glas tauscht aus. Oh. Was haben wir? Wandgeschosse. Die nehmen wir mal. Also das geht richtig gut rund, du. Okay, der eine will es jetzt aber sowas von wissen. Jetzt will er den niederknüppeln. Auch nicht schlecht. Oh, da droppt der Loot. Einsatz abgeschlossen. Aber jetzt sind sie fertig und wir sind bestens versorgt. In ihrer Nähe sind keine Feinde und wir schicken einen Trupp, der sie abholt. Alles klar? Ja, alles klar. Danke. So, das war doch schön. Ich würde sagen, wir gehen ins Hauptquartier und schauen nach, was wir so bekommen haben. Das heißt, wo ist unser Safehouse? Da ist unser Safehouse. Und dann gucken wir mal, was es da so Schönes für uns gibt. Und wir sehen auch, die anderen sind auch aus der Party gelieft. Gruppe verlassen, das machen wir auch in dem Fall. Und da sind wir schon, in unserem Boxring. Wo alles angefangen hat, sind wir wieder zurück. So, es gab eine Waffe. Aber ich glaube, dass unsere Aug noch deutlich besser. Man sieht auch den Schaden. Beweise für ja. Eine sehr interessante Allianz, die Sie sich vielleicht anhören möchten. Und es tut da mir bleiben leid, wir bei der AUG. Wir jetzt wissen, was mit unserem Heli in Brooklyn passiert ist.
Hören Sie selbst. Bei den Kanonen, ich glaube, da kann man mittlerweile umrüsten, obwohl wir eine lilane haben, aber Level 15 ist einfach mittlerweile etwas veraltet. Deswegen schmeißen wir da die Mods mal raus. Und sehen hier, die hat da deutlich mehr Wumms. Oder auch die, wenn man ein bisschen mehr Schüsse will. Das ist eine Frage. Ja, nehmen wir jetzt die da einfach mal. Wir gehen jetzt da pur auf den Damage Mod. Nehmen wir die Feuergeschwindigkeit mit rein und machen hier ein bisschen was für die Stabilität. Schauen wir nochmal die Rüstung an. Bisschen besser als unsere, aber dafür einen schlechteren Rüstungswert. Und so minimal. Der Rüstungswert bringt zwar eigentlich echt nicht viel, aber in dem Fall bleibe ich einfach der Optik halber bei Blau. Und hier ein bisschen mehr Lebenspunkte dafür. Ja, ist auch nicht der Rede wert. Bleibe ich ebenfalls bei Blau. Ja, der ist eine definitive Verbesserung. Der wird ausgerüstet. Der kommt weg. Und die Handschuhe. Da sehen wir haben da einfach sehr gute, wobei das schon deutlich mehr Lebenspunkte sind. Ja, da gehe ich mal auf die Hitpoints. Und denke, wir sind jetzt hier fertig. Haben uns gut equippen können. Und eine schöne Runde gespielt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.